Hallihallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Episode Part von Kirby 64. Ja, ich habe jetzt vorhin schon eine Aufnahme gemacht und habe schon gedacht, weil ich ja das Spiel gespielt habe und es speichert, habe ich gedacht, jetzt kann ich es nicht mehr weiter let's playen. Ich habe aber zum Glück noch tatsächlich etwas abgesichert gehabt, dass ich das Spiel so weiterspielen kann wie bisher. Es gab also nur kurze Probleme, weil mein Mikrofon einfach zu laut eingestellt war, obwohl ich eigentlich nichts dran verändert habe. Es war plötzlich einfach viel zu laut. Also ich weiß auch nicht, was ständig los ist mit dem Mikrofon. Also der hat jetzt in letzter Zeit echt seine kleinen Phasen. Und das Einzige, was ich weiß, ich habe hier vor kurzem einen Laptop hingestellt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sequenzprobleme macht und das Ganze. Ihr sollt mich ja nicht plötzlich hören, als wenn ich irgendwie mich anhöre, als wenn ich aus dem All ausreden würde in einem Mikrofon, der dann erst runtergesendet wird, das dann anschließend das so ein bisschen rauschend damit auch anklingt. Also mit dabei, als wenn irgendwo noch ein Sturm hinterher wäre. Ja, Schluss mit den ganzen Späßen. Wir machen natürlich weiter hier mit Kirby 64 und ich hoffe, wir kommen auch noch bis zum Endgegner. Das hoffe ich sehr. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Dann hätten wir nämlich das zweite Level komplett wieder durch. Was bist du denn für einer? Au, ey. Das war aber nicht sehr freundlich. Also ich weiß auf jeden Fall nicht, was mit meinem Mikrofon ständig los ist. Auch nochmal ein großes Dankeschön an einer der Zuschauer für einige Tipps. Und da möchte ich auch noch was klarstellen. Und zwar geht es darum, dass einer ja geschrieben hatte, warum ich meine Videos nicht in höherer Qualität setzen könnte. Wenigstens in HQ, also 480 Pixel. Das geht einfach momentan einfach noch nicht. Ich habe momentan einige Probleme. Und solange ich halt noch mitten im Umzug, könnte man sagen, stecke, ist so oder so einiges nicht so einfach für mich. Okay, hier müssten wir irgendwas reinkriegen. Aber da können wir nicht so einfach rein. Da müssten wir irgendwas reinwerfen. Hätten wir jetzt eine Bombe, wäre es natürlich einfacher. Leider haben wir hier keine Bombe. Auch wenn es jetzt gerade so ein bisschen am Puckeln ist. Ich hoffe, dass das jetzt mal irgendwann vernünftig aufnimmt. Fliegen wir hier mal drüber. Oh, hier müssen wir rein. Gut. Fliegen wir mal hier rüber. Die Steuerung ist echt gewöhnungsbedürftig nach der Zeit. Ja, ist gut. Jetzt mach mal hin, Kirby. Ich möchte nicht ewig hier verbringen. Oh, Kristall. Hier haben wir den. Ich habe mich schon gewundert, weil normalerweise immer das bei diesen kleinen Endbus auftaucht. Oh, hier müssen wir rein. Gut. Okay. Wo dieser Kristall natürlich ist. So, versuchen wir mal gut hier rüber zu kommen. Au! War aber nicht die feine Art. Oh, so geht's eigentlich recht einfach. So, hier müssen wir wieder runter anscheinend. Nein, 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 das war gar nicht in meiner Absicht. Ich bin aus Versehen auf den Knopf gekommen. Kirby, hör auf, hör auf, hör auf, Mann! Ah!
Weil ich wollte eigentlich das machen und ich dachte, das könnte man unter Wasser auch irgendwie, dass man dadurch irgendwie schneller wird, aber Quatsch, das ist einfach so. So, und weiter. Hier können wir wieder rüberfliegen. Ey, das ist gar keine schlechte kein schlechter Angriff von... Ey! Kirby, jetzt aus! Pfui! Mann! Komme ich mal zu einem etwas anderen Thema, das vielleicht einigen interessiert. Ihr habt ja, beziehungsweise einige von euch haben ja wahrscheinlich auch mal mitgekriegt, dass ich einmal ein Let's Play von Shenmue gemacht habe. Falls ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, Entschuldigung, wenn es nicht. Auf jeden Fall habe ich halt jetzt nachgelesen gehabt, beziehungsweise herausgefunden. Ich denke mal, viele der, die auch die E3 ein bisschen verfolgt haben, so über Facebook oder so, halt auch ein bisschen da von bestimmten Sachen auf jeden Fall, werdet ihr es mitgekriegt haben. Ich denke mal, viele werden es gepostet haben, auch wenn es danach geht. Auf jeden Fall, Shenmue 3 will der Entwickler jetzt auch quasi rausbringen für PlayStation 4. Und ich selber habe zwar keine PlayStation 4, aber trotzdem eine super Sache, finde ich, dass der Entwickler dazu gekommen ist, weil erst hieß es ja, dass er das vielleicht in einem, man könnte sagen, Anime oder Animationsfilm rausbringen würde. Und dann hat er sich doch entschieden, dass Leute spenden können, die gerne mal den Nachfolger davon auf der Konsole sehen wollen. Und ich glaube, da hat Sony bereitgestellt, dass er mitmachen konnte und so eine Seite halt. Finde ich eine super Sache, eine super Aktion, dass quasi die Leute, die die Spiele auch kaufen, auch so ein bisschen mithelfen könnten oder beziehungsweise dazu mit beitragen, dass ein Spiel, das man sich vielleicht wünscht, tatsächlich auch rauskommt. Denn es ist so, es gab die ersten zwei Teile und dann haben sie halt den dritten Teil, ich glaube den dritten Teil haben sie da gemacht gehabt. Beziehungsweise wollten sie machen. Kurz bevor sie natürlich bei Sega diese Probleme hatten, dass dann anschließend wegen Raubkopien und das Ganze drumherum die Konsole Dreamcast anschließend abgesetzt worden ist. Oder besser gesagt abgelöst worden ist von PlayStation und den ganzen anderen Konkurrenten dazu beigetragen haben. Ja, keine schöne Sache. Natürlich sind nicht die Konsolen generell selber alle schuld. Aber... man muss es so sehen, wer Raubkopien quasi verteilt, wenn es jetzt dazu irgendjemanden gegeben hat, ich weiß ja nicht, wie es jetzt genau ist, ich habe nur ein bisschen nachgelesen gehabt, um mich schlau zu machen, der muss nicht unbedingt damit rechnen, dass die Konsole irgendwann keine Lust mehr hat, denn die machen doch die Spiele ja nicht quasi umsonst, damit ihr anschließend sie kopieren könnt. Jetzt für die Leute, die zum Beispiel viele Spiele zum Beispiel auch verkaufen, kopieren und so weiter und so fort. Nichts gegen den Kopien und sowas, aber quasi solche Sachen sollte man natürlich auch den Konsolen ein bisschen überlassen, denn die Konsolen, die geben sich alle Mühe dabei und wir haben ja jetzt mitgekriegt, was dabei rauskommt, wenn der Fall eintrifft, man hat Raubkopien und es kann tatsächlich dazu kommen, dass dann anschließend Konsolen dadurch kaputt gehen. Und vielleicht haben sich jetzt mal, beziehungsweise denken mal die Leute mal zwischendurch mal nach, bevor sie sowas machen. Denn sowas kann anschließend tatsächlich ins Auge gehen. Und ja, also ich finde es auf jeden Fall eigentlich eine sehr, sehr traurige Sache, dass tatsächlich Sega, die sich viel Mühe gegeben haben für ihre Spiele, und das merkt man jedes Mal, schon allein wegen dem Spiel Shenmue, dass die Spiele extra so gemacht sind, dass die Leute quasi auch daran spielen wollen. Vor kurzem hatte ich auch mal, glaube ich, mal ein Spiel, beziehungsweise einen kleinen Test gemacht von, ich glaube, einem Spiel, das Ähnlichkeiten hat mit Mario Party. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich eine Art Nachmache ist oder sowas, aber dennoch.
Ja, auf einem anderen Thema, was ich auch noch ansprechen wollte, jetzt zu Kirby wieder. Und zwar, ich bin mal gespannt, ob irgendwann mal, weil die 3DS, der ist ja noch aktuell, irgendwann tatsächlich ein Kirby-Klon, beziehungsweise kein Klon, was rede ich denn da? Ein Kirby-Spiel rauskommt für den 3DS, der so ähnlich ist wie das hier. Oder vielleicht ein Remake. Wenn ich mir das überlege, dass dieses Spiel in 3D extrem bei diesem Level hier schon gut aussehen könnte. Also, ich glaube, wenn sie mal davon Remake machen würden, ich glaube, ich würde auch mal gucken, dass ich an das Spiel rankomme, weil das Original nach ist ja richtig gut. Finde ich auf jeden Fall. Okay, bis zum Endgegner weiß ich nicht, ob wir es jetzt noch durchpacken. Ob wir den jetzt besiegen, das ist die Frage. Wir können einen Versuch machen. Einen kurzen Versuch. Da haben wir auch zwei. Wir haben die zwei Kristalle da. Da ist nur einer. Hier haben wir auch nur einen. Wir müssen echt mal gucken, wenn wir das hier spielen, sollten wir echt mal die Augen offen halten. Müsste ich so am besten die Augen offen halten. Vielleicht habt ihr auch die Augen ein bisschen offen und könnt mir dabei helfen. Dann können wir nämlich kurz mal in diese Level nochmal reingehen. Wenn ich da vielleicht was übersehen habe, könnt ihr natürlich auch noch helfen. Gut, jetzt ist die Zeit wieder ein bisschen knapper, aber wir werden trotzdem mal hier kurz reingehen. Nur ganz kurz reingehen, um zu zeigen, um was es hier geht. Vielleicht schaffen wir es auch durch. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Ein bisschen Zeit können wir uns auf jeden Fall lassen. Oh, Mann, das war vielleicht... Ah, das war vielleicht die dumme Sache. So. Bei denen müssen wir wieder aufpassen. Aber so gefährlich sind sie hier jetzt nicht. Dass das danach kommt, das ist ein bisschen gemeiner. In meinen Augen, finde ich. Also das hier ist noch gar nicht so übel. Selbst wenn das andere... anschließend nicht so aussieht, als wäre es gemeiner. Im Gegenteil, es sieht total einfach aus, aber das ist halt diese Einfachkeit, die macht anscheinend diese ganzen Sachen etwas schwieriger. Das, was jetzt für mich kommt, das ist nämlich nicht einfach, denn ich weiß nämlich nicht immer, wie ich hier manchmal durchkomme, weil sie genau das hier machen. Sie bewegen sich zielstrebig einfach links und rechts und es kann sich jederzeit wieder ändern. Und selbst wenn es so simpel aussieht, gerade, es ist gar nicht so simpel. Das könnt ihr mir schon glauben. Ja, kommt hoch, Mann! Autsch! Ich könnte sie da vielleicht mit... Geht nicht, nein. Kann ich da auch nicht kaputt machen von unten aus? Doch. Ein bisschen. Ein bisschen Schaden kann ich so machen. Ah, Mann. Wie ist das so hochgekommen? Aber ich habe ihn tatsächlich... Ich habe gerade in den ersten... Ah, Mann. Genug Schaden genommen. Gucken wir mal, ob wir das hier so weiterkriegen. Ich weiß nämlich nicht, wie viel Energie ich ja leider habe. Den zweiten hätten wir jetzt ausgeschaltet. Aber sind jetzt selber gescheitert, weil wir davor geknallt sind. Ja gut, dann werden wir das nächste Mal uns nochmal an den Endgegner verfassen. Diesmal werden wir uns aber mit dem Endgegner anders fassen. Ich weiß nicht, ob ich diese Kraft zulasse oder ob ich das wieder neu starte. Auf jeden Fall bedanke ich mich wieder mal fürs Ansehen, freue mich auf eure Kommentare und wir sehen das nächste Mal uns wieder bei Kirby64. Bis dahin, tschüss!